Wir forschen an multifunktionalen Mikro-Nanosystemen, die die Grundlagenforschung über Disziplinen hinweg verbindet. Wir stellen winzige Mikro-Nanostrukturen in drei Dimensionen her, die unterschiedlichste Funktionen innehaben können, von winzigen Mikrobatterien und Antennen bis zu ganzen Laboreinheiten in einem einzigen Mikroröhrchen, sowie mikrometergroße Motoren, die bei der künstlichen Befruchtung beispielsweise aushelfen sollen. Mich begeistert die einzigartige Interdisziplinarität meines Forschungsfeldes. Für einige Projekte brauchen Sie Wissen und Experten aus klassischen Gebieten der Physik, wie zum Beispiel der Optik, dann wieder Ingenieure für die integrierte Elektronik, Materialwissenschaftler für die Entwicklung hochleistungsfähiger Materialien und Biochemiker und Biologen sowie Mediziner für die spezielle Anwendung. Wenn Sie mit komplexen Systemen arbeiten, haben Sie zwar stets eine Idee, was am Ende dabei herauskommen sollte, aber wie gut es letztlich gehen könnte oder was tatsächlich nachher die spezielle Anwendung ist, das weiß man im Vorfeld nie. Principles of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom. It is something in principle that can be done, but in practice it has not been done because we are too big. Das ist die Einschätzung von Richard Feynman 1959. Gewesen in seiner berühmten Rede There's plenty of room at the bottom. An diesem Room at the bottom setzen die Forschungsaktivitäten von Herrn Schmidt an, denn das, was der Nobelpreisträger Feynman vor knapp 60 Jahren, was dem Nobelpreisträger Feynman vor knapp 60 Jahren vorschwebte, das kann heutzutage durch moderne Methoden in der Nanotechnologie eben umgesetzt werden. Nanotechnologie bedeutet das Abtauchen in eine Welt von Strukturen, die weder mit dem bloßen Auge noch mit gewöhnlichen Lichtmikroskopen beobachtet werden können. Und dennoch kann die Wissenschaft heute Transistoren, Motoren, aktive, passive Baugruppen auf der Nanometerskala herstellen, charakterisieren, manipulieren, kontrollieren. Ein festes Fundament für diese Forscherkarriere bildete das Physikstudium, das Herr Schmidt mit dem Diplom abschloss. Es folgten 1999 die Promotion an der TU Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Nach einem Forschungsaufenthalt an der University of Southern California ist er dann als Forschungsgruppenleiter nach Stuttgart zurückgekehrt, bevor er sich an der Universität Hamburg habilitierte. Herrn Schmidts Arbeiten sind interdisziplinär. Sie bewegen sich zwischen den Gebieten der Festkörperphysik, der Chemie, der Elektronik und der Mikrosystemtechnik. 2007 wurde er als Professor für Materialsysteme der Nanoelektronik an die TU Chemnitz berufen und gleichzeitig Direktor des Instituts für integrative Nanowissenschaften am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden. Mit selbst angetriebenen Mikromotoren, die durch ein elegantes Aufrollverfahren von Nanomembranen auf einem Chip hergestellt werden, bringen Herrn Schmidts Apparaturen seitdem in neue Welten vor. Zum Beispiel konnte er mit seiner Gruppe zeigen, dass geschickt gewickelte und sich um die eigene Achse drehende Mikromotoren für eine In-vivo-Mikrochirurgie in Frage kommen. Er beteiligt sich mit seinen Forschungsarbeiten aktiv an dem Wettrennen um leistungsfähige biologische Hybride oder künstliche Maschinen auf der Mikro-Nanometer-Skala. Und seine Arbeiten im Bereich der Photonik bieten zudem die Möglichkeit für Anwendungen im zukünftigen Quantencomputing. Dem Raum möglicher Anwendungen von Herrn Schmidts Forschungen sind vielleicht nur durch die Fantasie
Grenzen gesetzt. Denn welche konkreten Auswirkungen und dann auch Einsatzmöglichkeiten seine Mikrosysteme und Nanotubes haben werden, ist derzeit kaum abzusehen. There is still plenty of room at the bottom. Aber auch die Reise dahin muss finanziert werden.